Yo, was geht, Leute? Ein neuer Tag, ein neuer Vlog. Heute ist der 21. Dezember 2018. Wir sind gerade auf dem Weg zum Flughafen, denn heute geht's in den Urlaub. Wir fliegen jetzt erstmal nach Osaka. Von dort pendeln wir erstmal nach Kyoto rüber, soweit ich weiß. Wir bleiben 4 Tage dann dort. Was Kyoto besonders macht, ist das traditionelle Japan. Also man kennt selber, also die Bilder, die man eigentlich von Japan, aus Japan kennt, kennt man aus Kyoto, vor allem diese Bilder mit, also die Bilder mit Geishas oder mit den roten Schreien. Von dort geht es dann weiter nach Osaka. Osaka ist bekannt für das, oder für ihr Nachtleben, für die Nachtszene. Da bleiben wir dann einen Tag, / eine Nacht. Von dort geht es dann weiter mit dem Bus nach Hiroshima. Ich glaube, Hiroshima sollte jedem ein Begriff sein. Denn dort ist damals die Atombombe abgeworfen worden. Daher hat diese Stadt an trauriger Berühmtheit gewonnen. Und das gucken wir uns natürlich am letzten Tag auch nochmal an, wenn man schon mal hier ist. Auf Hiroshima freue ich mich nämlich besonders, weil ja, einfach der Gedanke, dass da so viele Menschen auf einem Schlag ausgelöscht worden sind, ist einfach schon eine kranke Sache. Da freue ich mich einfach auf die Stimmung, wie es da sein wird. Und ich bin mal gespannt. Und euch nehme ich natürlich mit. Das Ganze wird natürlich aufgenommen, archiviert und für die Zukunft dann veröffentlicht. Und ja, wir gehen jetzt mal zum Flughafen und bis später. Was geht's? Nee, heute ist kein neuer Tag, es ist immer noch derselbe Tag. Wir sind jetzt in Osaka angekommen. In Osaka, nicht mehr in Präfektur Tokio, sondern in Osaka. Und wir sind schon bei der ersten Sehenswürdigkeit. Der Flug war chillig. Wir gucken uns jetzt diesen coolen Tempel an. Dieses neubuddhische mit dem alten buddhischen. Ja. Könnt ihr es spüren? Dieses Thema hatte ich bei Oz. Das nennt sich, ich weiß nicht mehr, wie sich das nennt, aber ich weiß, was gemeint ist. Das ist ein Kontrast. Ja, wenn wir in unserer Sprache sprechen, dann ist es ein Kontrast. Ja, wir sind hier beim beim japanischen Tempel. Wir sind hier beim japanischen Kaiser. Das ist kein Kaisertempel, ne? Was ist das für ein Tempel? Keine Ahnung, das ist irgendwo eine Burg. Irgendeine Burg? Wofür war das nochmal zuständig, diese Burg? Keine Ahnung. Der hat doch irgendeinen Krieg verhindert oder so. Nee, ne? Wer hat das gesagt? Hä? Meinst du das nicht? Du hast das in einem Buch gelesen oder so? Also ich hab das nicht gelesen. Im Marco Polo Buch? Nee, im Marco Polo Buch. Ja, ich hab, das ist über Tokio. Hä? Da steht doch nichts über Osaka drin. Echt nicht? Ah, nee. Stimmt. Hä? Wer meinte das denn noch? War auch nicht mal vielleicht war das der Kaisertempel. Naja, auf jeden Fall, wir sind hier jetzt angekommen. Viele Das war der Panne. Und wir gucken uns das Ganze jetzt an, gehen wie typische Touristen da hoch, genießen die Ausblick. Da oben sind auch Leute. Und das gucken wir uns gleich mal von oben an. Bis gleich. Wassermelone, Apfel. Und chillen, die Aussicht genießen und allgemein die Level. Ja, das wäre was. Meinst du, der war kein Kaiser? Das war der Kaiser hier. Es gab doch immer nur einen. Ja, aber. Also es gibt doch immer nur einen Kaiser. Vielleicht war er Bürgermeister von Osaka oder so. Der war es klar. Also ich muss echt sagen, ich bin positiv überrascht von Osaka. Ich dachte, man sieht hier nicht viel, aber schon allein für den Tempel hat es sich gelohnt, hierher zu kommen.
Er macht gerade die Tüte von Burak. Die hat Burak da hingeschmissen und meint, ich komme da mit meinem Arm nicht ran. Aber wie ihr kennt, Burak ist der größte Lügner der Welt. So, hier dieser 1,50 Meter große Japaner kommt an die Tüte ran. Ja, aber er ist Japaner. Fühlst du dich nicht ein bisschen... Er ist klein und flexibel. Fühlst du dich nicht ein bisschen asozial, dass du als Kanake noch deinen Ruf hier... Wie sagt man das? Du fühlst das, was man von dir erwartet. Schmeißt deinen Müll hier rum. Was hier ist? Der Kaiser würde dich köpfen, ne? Sei froh, dass er nicht hier ist. Ah ja. Was sagst du dazu, Peter? Wozu? Der Junge ist immer hängen geblieben. Wobei denn? Deshalb nennt man dich auch Windows XP, habe ich gehört. Okay. Hier, das war's. Der war richtig schlecht einfach. Weißt du, was ich gleich einblende? Ja. Bruh. So. Okay. Hey Job, Alter. Was hast du uns hier eingedingst, Mann? Wo sind wir hier gelandet? Zeig mal dein Zimmer. Mein Zimmer ist so groß, dafür brauchen wir eine halbe Stunde. Komm her. Kennt ihr diese Folge aus MTV, wo man seine coole Wohnung zeigt? Das ist mein Raum. Mach mal ein Licht an. Und highlight dein Zimmer ein bisschen. Das ist meine. Ist ja voll Luxus, ey. Wie kannst du dir das leisten? Ich arbeite hart. Krass, Alter. Heftig. Und ich will nicht gleich wissen, wie viel. Die Matratze ist so wie unsere. Wie deine im Zimmer. Krass, Mann. Fehlt nur noch das Whirlpool. Der Whirlpool. Und der Jacuzzi. Was? Und der Jacuzzi. Und der Jacuzzi, dann ist er nicht perfekt. Mhm. Ja, krass, Mann. Mach bitte kein Auge auf mein Zimmer. Ja, mein Zimmer ist nur halb so cool wie deins. Ja, wunderbar, dass der Urlaub so günstig ist. Wir sind hier in diesem typisch Tokio oder japanischen... Wie nennt man das? Gibt es dafür irgendwie die... Hostel? Ja, aber wie nennt man diese Art von Hostel? Kapselhotel? Wir sind in so einem typischen japanischen Kapselhotel. Wusste ich bis gerade eben gar nicht. Ich dachte, wir haben unser eigenes Zimmer. Oder so ein. Ich habe mir das ein bisschen wie so eine Kaserne vorgestellt. So Betten, weißt du, übereinander oder so, aber. Das sind halt Kapseln. Ja. Auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Also. So werden wir jetzt die nächsten 7 Tage verbringen. Und ja. Er wird auf jeden Fall gemütlich. Sind wir, Leute? Hä? Ach so, du hast ein Video gemacht, oh mein Gott. Wo sind wir gerade? Wir sind hier gerade in den Universal Studios. Komm mal nicht so nah ran, geh mal ein bisschen weiter nach hinten. Entschuldigung, wir sind hier in den Universal Studios in Japan, in Osaka. Und ja, wir warten gerade auf unser Ticket. Ja, neues. Nice. Ah ja. Japan sag ich. Was sagst du dazu, Peter? Zum Universal Studio? Ja. Sieht schon cool aus. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei den Universal Studios in den Staaten. Warst du schon mal da? Nein, aber ich glaube, das ist so. Meint ihr, die sind gleich aufgebaut oder sind die so länderspezifisch gestaltet? Ich glaube, das ist so wie Macis. Meinst du? Ja, so überall gleich. Jetzt denken sich alle, warum nur der Fette? Warum? Aber ich Macis-Vergleich. Aber ich habe ja gehört, dass es hier so ein bisschen One Piece und so geben soll. Das wird's, glaube ich, nicht. Ich habe eben gerade auch schon, seid ihr hier durchgefahren? Durch diese Mall? Nee. Da gab es so One Piece Statuen und so zu kaufen, ja. Checken wir nachher ab. Ja, komm, Mann, hör auf damit. Er nimmt einfach weiter auf. Und ich habe so voll so. Peace auf, A10. Was geht, Leute? Wir sind jetzt in den Universal Studios drinne. Und. Interessanter Fakt, es gibt nur 4 Universal Studios, Japan, in Amerika 2 und der 4. war
Singapur. In Singapur, genau. Und ja, ich bin gespannt. Meinst du, es werden noch woanders irgendwo welche geplant? Ich habe gehört, dass es in Moskau, in Peking und so auch geplant ist, dort welche aufzurichten, aufzubauen. Und in Spanien habe ich gehört, dass es abgesagt wurde, weil es angeblich nicht in den Richtlinien war. Es wird interessant. Okay, so jetzt. Ja, genug Theorie, wir gehen jetzt erstmal rein und haben einen coolen Tag. Hier ist irgendeine Straßenparade. So, Jungs. Alter. Ey, wie ist euer erster Eindruck hier? Hammer. Richtig geil, ne? Das ist echt crazy. Also, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert und der Preis hat sich echt gelohnt. Peter, da kriegen wir solche Minion mit. Wir waren gerade in einem 4D-Kino. Das war mega cool, weil es war halt nicht nur 3D, es war wirklich 4D. Die haben mit Gerüchen gearbeitet, die haben mit Wasser gearbeitet, das auf einem zugekommen ist. Das war schon richtig geil. Und es war mega voll hier. Aber es sieht so cool aus. Allein guck mal dieses Auto an. Allein die Umgebung hier. Das ist einfach. Ja, wie in so einem Kino. Also wie in so einem Film ist das hier, ne? Ja. Man denkt halt echt, man ist so an Studios, an den ganzen Sets und so. Echt krass. Wollen wir mal langsam in so eine Achterbahn rein? Ah, ja, Mann. Ich muss nicht. Kannst du doch. Okay, Peter, komm, lass. Das ist aber nicht so hart, G. Lass mal in die hier rein. Oder in die. Das ist die gleiche, glaube ich. Das ist die? Weißt du? Warte, geht die da hinten so von oben runter? Raus. Junge, die ist nicht hart. Ja, hast du Angst? Nein, ich habe nur keine Lust. Ich will den Kindern nicht den Spaß verderben. Ah, okay. Jo, also lange anstehen muss man gar nicht. 140 Minuten. Wieso bist du eigentlich so ein Minion-Fan? Bin ich gar nicht. Peter wollte hier rein. Hey, du hast gesagt, lass doch hier mal rein. Ich will deine Schwester was mitbringen. Die Schwester, Mann. Die G immer alles auf jemand anders schiebt irgendwie. Meinst du, der würde mich stehen wollen? Ich bin dafür, du probierst das einfach mal an. Ich glaube, der ist mir zu groß. Weil in diesem einen Shop hast du das ja auch schon gemacht mit diesem Zebra-Ding. Ja, Mann, aber das sah echt geil aus, Mann. Hey, Junge, komm schon mal, ich bitte Banane. Das ist doch ein gutes Kopfkissen für dich. Stichwort Bananenrepublik. Wow, Digga! Das sind mir wie bei Erbsen. I'm in that career. Hör auf. Ich hätte mal nicht so spät aufstehen sollen. Weiß nicht. Warum gehst du bei Einhörnern rein, Mann? Seht ihr das? Ey, die lacht mich da voll aus. Steht dir. Ja? Ja. Adiga, wo sei? Das ist was für weiche Leute. Lass uns weiter. Ich weiß nicht, ob der bei dem Gebäude, was ich mir errichten werde, zu klein wird. Ja. Ich würde dann einfach so eine Zuckerstange so abnehmen und dann snacken, ne? Gegessen. Ja, und der ist schon geil, Mann. Echt. Was machen wir jetzt? Jihad, das machst du gut. Jihad, du bist ein guter Fotograf. Aus dir wird ein guter Mann. Hast du gut gemacht, Junge. Ich bin einfach nur freundlich. Ich bin stolz auf dich. Ah, das war mit Hintergedanken, so wie bei allen Sachen. Seht euch ausgezeichnet, Jungs. Junge, ich seh voll gut aus. Boah, das stinkt voll, Mann. Ich will auch mal einen.
Ah, nimm die. Das ist gut. Ah, die ist cooler Zimmer. Boah, Junge. Das Netz tut auf den Augen voll weh. Junge, Burak sieht voll komisch aus mit Ware. Junge, du Bösewicht. Cola. Süßigkeit. Burak, du sollst dir die kaufen. Wir gehen jetzt auf Rettungsmission. Bis später. Der greift jetzt Leutern, aber hat er gar nicht. Hat er doch. Ich glaube, der war Vegetarier. Ich glaube, er hatte Angst vor uns. Oh, wow, wenn du sauberes wechselst. Er wusste. Die Granden geht immer ganz langsam aus dem Bild raus. Also man merkt, wir kommen nach Hogwarts. Es ist alles bewaldet, bewäldert, oder wie man das nennt. Da hinten ist der Harry Potter Turm, glaube ich. Ja, ich habe jetzt die Bücher nicht gelesen, tut mir leid, Jungs. Ich habe nur die Filme geguckt. Was passiert nochmal mit den Dingern, wenn man die ist? Kennst du die Dinger hier noch? Das damals hat man nochmal sie liebt mich nicht damit gemacht. Oder ist das? War bei dir immer? Sie liebt mich. Nee, also es kam mal raus, sie liebt mich, aber hat gelogen. Aber guck mal, die Dinger, oder gibt's da Waffen? Also diese Jelly, die Zauberbohnen, ja. Was macht man damit? Die kann man essen und entweder kotzen oder nicht. Ja. Also wie Jim Beam. Wie? Ich meine Ginger Ale. Wie Ginger Ale oder nicht Ginger Ale? Ja, wie Ginger Ale. On the count of three, everyone. One to the ready and say locomotor. Shall we? One, two, three. Locomotor! Ja. Bruder, was ist gerade passiert? Erzähl mal unsere kleine krasse Story. Ja, okay. Also, wir sind hier gerade rein. Entschuldigung, ich bin heiser. Ich erzähle euch gleich warum. Wir sind hier rein, wir wollten halt so ein durchgehen, also einfach mal von innen anschauen, haben wir aber dann, also wir wollten eigentlich da auch richtig in den Erlebnispark rein, aber da war eine Wartezeit von zweieinhalb Stunden. Ja. Deshalb haben wir das gelassen. Wir laufen, gehen und auf einmal sehen wir so eine zweite Schlange neben uns. Genau, also es waren zwei Schlangen, einmal die Hauptattraktion, wofür man zweieinhalb Stunden angestanden hat und die Nebenattraktion, wo man einfach nur durch das Schloss gelatscht ist, da hat man aber nur 50 Minuten gewartet. Wir hatten keine Lust, zweieinhalb Stunden anzustehen, sind bei den 50 Minuten, haben uns dort angestellt, waren dann im Schloss drin und was ist da dann passiert? Drin haben wir eine zweite Schlange gesehen und wir dachten uns, hey, das scheint gut auszusehen und sind dann da über das Gitter, über den Zaun rüber gesprungen. Wer hatte die Idee dazu? Ich natürlich. Und auf einmal, zwei Sekunden später kommt ein Typ zu uns und sagt so, komm mal bitte zur Seite, gib mir deine Tasche oder sowas, ne? Und Burak und ich und Peter so, hey, was willst du am Monaco? Wir dachten, er wollte uns rausfischen, ne? Aber auf einmal, und ich bin der größte Schisser, wenn es um Achterbahn geht, sitze ich in der Achterbahn. Ja, und dann haben wir da echt ein richtig geiles Erlebnis gehabt. Also war echt lustig. Ja, da war einfach eine zweite Schlange. Voll komisch auch, wieso man das so macht. Weil die vertrauen den Japanern. Man meint, ja komm Jungs, lasst uns einfach rüberspringen und dann passt das. Dann sind wir einfach rüber und ist direkt so ein Typ gekommen. Dann der hat es aber nicht gesehen. Also ja, aber trotzdem dachten wir schon, okay, Karma hat uns jetzt erwischt. Wenn du Schlechtes tust, wird dir auch Schlechtes widerfahren. Aber er hat uns sogar geholfen, den Rucksack sicher zu verstauen, Alter. Ja, Mann, richtiger Ehrenmann. Ja, also wir haben am Ende also eineinhalb Stunden gespart und haben uns nicht wie ehrliche Menschen angestellt, sondern haben uns reingesneakt. Aber bitte nehmt gleich kein Beispiel dran. Kann man machen. Peter, wie fandest du das? Ah ja. War ganz cool, Junge, dieser Simulator. Vor allem, da ist einem sogar ein bisschen schwindelig geworden danach. Ja. Nein, das war eigentlich gar nicht so heftig, aber dieses Bilder. Ja, also durch diese Bewegungen, die mit den Bildern zusammengepasst haben. Ja.
kam einem das so vor, als wenn das halt echt passiert ist. Ne? Also dann war noch G, der hat gekreischt wie eine Zwölfjährige. Wer hat gekreischt? Der. Oh, Alter. Wenn ich das auf Kamera aufgenommen hätte, wie G geschrien hätte, dann wäre mein Mikrofon gerade kaputt gegangen. Du musst auch erzählen, dass ich so Hack-Mack gemacht habe, als ich schon drin saß und wieder raus wollte. Aber die haben mich nicht mehr rausgelassen. Die sagt einfach so auf Englisch, Entschuldigung, Entschuldigung, und dann war ich weg.